Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Amnesia angezockt und wir sind da mittlerweile beim dritten Video und das letzte Mal, ja, haben wir uns ja gewundert, was da jetzt so los ist in dem ganzen Archiv da unten mit den ganzen Büchern, ob ich da was damit anfangen kann und ja, leider, Leute, ich bin da ein extremer Blindspieler. Ich habe da keine Informationen über dieses Game und aus diesem Grund stelle ich mich da wahrscheinlich ja extrem blöd an, ich weiß. Wir haben da ja auch was bekommen, nämlich jetzt gefunden, sagen wir besser. Ja, die Lampe, und da schauen wir gleich im Inventar. Wir haben da so viel Lampenöl, ja, für die Laternenflamme. Erlischt die Flamme, kann die Laterne nicht mehr genutzt werden. Deswegen werden wir das jetzt lassen. Okay, Inventar, alles klar. Tabulator. Und da habe ich mir das letzte Mal auch gedacht, weil wir da gleich zum nächsten Raum weiterkommen. Wir hirschen da schnell. Und das ist die schnellste Möglichkeit zu gehen. Wieder da rein, wo uns der Wurm im Hirn nämlich weh tut. Ich wollte da schauen, ob ich da raufkomme. Oder ob ich mit Kisten, ne, da drüben raufkomme. So, jetzt laufen wir mal. Diese lahme Gangart, die der hat, die ist nicht meins unbedingt. Da. Hab mir so gedacht, ja. Wir bauen da einen Kistenturm und hüpfen da schnell mal rauf, aber ja, aha. Denkste. Und mir wurde gesagt, wenn du in den Raum reinkommst, mach sofort hinter dir die Tür zu. Weil man weiß ja nie, was da hernach hereinstürmt. Aber egal. Die Idee mit dem Turmbau, ja, die lassen wir mal. Egal. Wir müssen da weiter, ja? Bin ich das? Mache ich da immer so einen Lärm? Ja, wahrscheinlich. Nun gut, wir müssen da jetzt Rätsel lösen. Wir haben ja das Memento irgendwo. Folge der Tier. Blödsinn. Ja, ich verdrück mich da wieder. Wir haben da das Journal. Notizen, keine Notiz. Zurück. Tagebücher. Mementos, das ist die einzige, ja. Irgendwas wurde uns ja gesagt, von wegen. Wir sollen da ein Rätsel lösen. Haha. Und jetzt brauche ich da. Da ist ein Spalt. Brauche ich da Licht oder brauche ich da nicht Licht? Egal, raus. Wir gehen nochmal weiter. Das ist wieder eine Tür, die man nach außen aufmacht. Hallo erstmal. Und der Wurm im Kopf hat aufgehört. Okay, da ist niemand. Wieder ein Haufen Bücher. Eigentlich wollte ich ja nicht quatschen bei dem Spiel, gell? Aber wie gesagt, Tür zu machen, gell? Nicht vergessen. So, zu ist zu. Und da hätten wir sonst nichts machen können drinnen. Verstecken und so, das haut ja gar nicht hin. Aha. Ich gehe da gleich mal in Deckung. Also ich schätze mal, das ganze Haus ist renovierungsbedürftig, aber schon gewaltig. Naja. Also kräftig sind wir noch, das ist okay. Hat da jetzt was durch die... durch das Astloch gelugt? Nee, eigentlich nicht. So. Umschauen. Also Licht brauchen wir da keins. Es ist ja hell. Da ist eine Truhe.
Ja. Die können wir nur schmeißen, ja. Okay. Da gibt's nichts für uns und diese witzige Spur führt uns da mal her. Und da können wir gar nichts machen, da geht sie weiter. Und da gibt es einen Kasten, den machen wir mal schnell auf. Da gibt es Zunderbuchsen. Unten. Unten Carpet. So, einen Besen nehmen wir mit. Weil vielleicht brauchen wir das Zeug da drinnen, vielleicht. Ein schönes Feuerchen. Ah, okay. Das ist auch eine Truhe. Und? Ja, springst du darauf? Nun gut, da ist wieder nichts. Leute, wenn ich da was vergesse in den Räumen, ja? Dann müsst ihr mir das sagen. So. Schmarrn. Ich gehe mal. Hey, was ist denn jetzt los? Ich glaube, das wird mein dauernder Spruch werden. Hey, was ist denn jetzt los? Wir räumen natürlich wieder alles zusammen. Ja? Da ist auch wieder nichts da. Irgendwas versteckt. Da hinten. Das ist sicher Wein und nicht Blut, Leute, gell? Schätze mal. Das können wir ja auch drehen irgendwie, ja? Und ranzoomen auch, oder? Wie ist denn das gegangen? So, ja. Nun gut. Bis daher und nicht weiter. Aber da ist ja alles finster. Aha. Kann ich da gar nichts mitnehmen? Ah, oh, das machen wir erst beim nächsten Mal, schätze ich. Das ist ein Trigger. Und schon wieder ein Buch. Leute, das kann man mit mir nicht machen. Das ist ja schlimmer als die ärgste Folter. 1000 Bücher und ich darf sie nicht lesen. So, Tinte. Ah, das ist... Ah, was? Öl? Ja. Die Laterne verbraucht Öl, wenn sie angezündet ist, für mehr Öl. Klingt im Bestand auf. Ja. Schauen wir gleich mal. Okay. Passt schon. So. Damit kann man nichts machen. Nicht schreiben, gar nichts. Da ist, was ist, was ist denn sonst noch da? So. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Naja. Also,
Nachrichten, Notizen, pipapo, gleich einmal Notizen, da ist Notiz an mich selbst. Auf Deutsch, ich wünschte, ich könnte fragen, an wie viel du dich erinnerst. Ich weiß nicht, ob noch irgendetwas übrig bleiben wird, nachdem ich diesen Trank zu mir genommen habe. Habe keine Angst, Daniel. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber du solltest eines wissen. Ich habe beschlossen zu vergessen. Versuche dich an diese Tatsache zu gewöhnen und stark zu sein. Es hat einen Grund. Du bist mein letzter Versuch, alles wieder in Ordnung zu bringen. So Gott will, löst der Name Alexander von Brandenburg noch immer bittere Wut in dir aus. Wenn nicht, muss das hier schrecklich klingen. Geh zum inneren Heiligtum, finde Alexander und töte ihn. Sein Körper ist alt und schwach, deiner ist jung und stark. Er wird, wie geht das jetzt weiter da? Da? Ja, verflixt noch einmal. Da? Er wird leicht für dich zu schlagen sein. Noch etwas, ein Schatten verfolgt dich. Er ist ein lebender Albtraum und zerstört die Realität. Ich habe alles versucht und es gibt keine Möglichkeit, ihn zu bekämpfen. Du musst ihm entkommen, solange du kannst. Erlöse uns beide, Daniel. Steig hinab in die Dunkelheit, wo Alexander wartet und ermorde ihn. Dein früheres Ich, Daniel. Okidoki. De facto, das ist ein Brief vor der Amnesie an Daniel selbst, ja? Soweit ich das jetzt verstanden habe. Und wir müssen da irgendwas in Ordnung bringen, das wir jetzt vergessen wollten oder ja uns vergessen ließen. Und ja, hurra, steig hinab in die Gruft und pipapo. Wieso ist denn da so finster jetzt? Schaut euch das an. Ja, und ich schaue mal, wie es uns geht da überhaupt. Ne? Leichte Kopfschmerzen, das ist noch zu verkraften, ja? Was haben wir mit deinem Inventar? Die Laterne, okay. Gut, die ist aus. Die brauchen wir jetzt auch nicht. Ich schätze mal, das wird hier der nächste Weg sein zum... Ja. Ja, und jetzt kriege ich schon wieder Kopf, ey. Hört ihr? Ich werde noch versuchen, hier ein wenig zu stöbern, etwas mit der Grafik zu machen und glaube, wir schneiden hier kurz einmal, bevor wir hier den Trigger auslösen. Ich glaube, das ist ein guter Platz und ein guter Zeitpunkt. So schön langsam wird es ja interessant und ich kann mich mit der Grafik echt nicht anfreunden hier. Aber egal. Gut Leute, das war's fürs Zweite. Ja, wir wissen jetzt, was wir zu tun haben. Und ein, ja, was weiß ich, böser Schatten ist hin und her, der nicht zu besiegen ist. Und, was ist denn das für ein Schatten da? Seht ihr das? Kriege ich da Kopfweh da drin? Ah, egal. Leute, ja, ich mache hier einen Schnitt. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und es ist zum Gruseln und ich fürchte mich hier wie verrückt. Aber wir werden dann noch ein wenig herumirren, bis wir das erste Mal sterben. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Sanfte Träume und hoffe, wir sehen uns wieder. Euer Toso. Ciao.